Arnold Schwarzeneggers stählerne Arme sind seit Jahrzehnten legendär. Sein Markenzeichen. Doch wofür der 76-jährige Kultschauspieler seit den 70er Jahren bekannt ist, ist auch eine Dame aus Spanien längst berühmt. Letizia von Spanien, die Königin mit den trainiertesten Armen und dem wohl toughsten Trainingsplan. Wie muskulös und definiert ihre Schultern und Arme sind, stellt die 51-jährige erst jüngst erneut unter Beweis. Die Königsfamilie urlaubt aktuell auf Mallorca. Aber kaum dort angekommen, nimmt die Königin auch schon den ersten offiziellen Termin an und besucht am 30. Juli 2023 die Abschlussgala des 13. Atlàntida Mallorca Film Festes. In ihrem schwarzen Spitzenkleid mit Spaghetti-Trägern und Raffung an der Taille betont sie gekonnt ihre Wow-Arme. Ihre Accessoires veredeln den Look. Denn sowohl ihre Schuhe und Klatsch von Malbala als auch ihr Schmuck und ihr Fächer schimmern in Gold und schmeicheln so ihrem gebräunten Teint. Dennoch, der Blick bleibt an Letizias Armen hängen, verdienterweise. Denn für diese beeindruckenden Muskeln leistet die Zweifachmama vieles. Mehrere Insider hatten bereits über den hohen Trainingsaufwand der Königin gesprochen, die sich 7 Tage die Woche sportlich betätigen soll. Krafttraining mit Gewichten, Boxen im hauseigenen Fitnessstudio, Joggen im Schlossgarten und Yoga zum Entspannen. Der Trainingsplan der Königin ist so straff wie ihre Arme. Und das zahlt sich aus. Bei Letizias Trainingserfolg könnte sogar Arnold Schwarzenegger neidisch werden.